Human Design System ist eine, ich sage es mal ketzerisch, eine moderne Astrologie. Aber ich betone moderne, denn dahinter steht eine hochgradige spirituelle Erkenntnis, der dieses entwickelt hat. Ein Philosoph, ein geborener Chinese, aber der Philosophie in Kanada studiert hat, der ist mehrmals in Trance gefallen und bekam einen Hinweis, ein System zu beschreiben, um unsere Persönlichkeit zu beschreiben, einschließlich Vorleben und Zukunftsprojekte und all so etwas. Und er bekam eine Durchsage, die ich übrigens auch geprüft habe. Ich habe mit meinem Geistführer Lehmann, der für solche Dinge ja Weisheiten mir verkünden darf, der hat das bestätigt, dass dieses System richtig ist. Denn wir fragten ja immer alle, wo kommen denn unsere Talente her, das, was wir mitbringen? Also bestimmte Fähigkeiten. Nicht? Da gibt es ja viele Fähigkeiten. Wir haben ja vor einem Jahr über das Denken gesprochen, da habe ich ja verschiedene Schattierungen des Denkens angesprochen. Da sind wir unterschiedlich talentiert, ob es im wortgebundenen oder zahlengebundenen oder raumgebundenen Gedächtnis ist. Wo kommen denn die her? Und wie entstehen sie? Und die Tatsache ist, sie werden installiert. Und zwar im vorgeburtlichen Zustand, das beginnt etwa mit 100 Tagen vor der Geburt. Da ist unser Gehirn so weit ausgewachsen, dass es Wahrnehmungen hat. Das weiß man schon bei Rückführungen in die Geburtsphase, in die Vorgeburtsphase, dass der Fötus dann schon mit 100 Tagen vor der Geburt Geräusche wahrnimmt und Meinungen und Empfindungen wahrnimmt von der Mutter oder sogar von der Umwelt. Wenn, es gibt ja auch vorgeburtliche Trauma, die entstehen da, weil das Gehirn schon Wahrnehmungen, ja, die kommen einfach dazu und werden schon registriert. Und in diesem Zeitraum wird also ein Gegenstück zur DNA, also zu unserer körperlichen Vererbung, unsere geistige Vererbung, also unser Wissen, was wir aus der Schatztruhe unseres höheren Selbst mitbringen, also unsere ganze Erfahrung aus den Vorleben. Natürlich gehören dazu auch die Fähigkeiten, den Körper zu erhalten. Das ist also nicht nur, sind nicht nur seelische oder andere Strukturen, wie Umgang mit bestimmten Dingen wie also Musikalität oder sonst etwas, sondern auch Körpererhaltung. Da wird also auch die Stärke des Immunsystems gegeben, also die Erfahrung, die wir im Vorleben gemacht haben im Immunsystem. Das wird alles abgelegt. Und dann ungefähr 88 Tage vor der Geburt ist diese Prägung abgeschlossen. Und dann werden bis zur Geburt die Charaktereigenschaften installiert. Das ist ja ein anderes Thema. Denn die werden erst installiert, wenn Geist und Seele weiß, hier ist die DNA, die Vererbung. Hier haben wir einen Körper, der so und so tickt, weil er so vererbt ist von unseren Ahnen. Da gehört also die Blutgruppe und vieles andere mehr dazu. Und hier sind die mitgebrachten Weisheiten, die wir bisher erworben haben in vielen Vorleben. Und dann wird ein charakterliches Profil installiert von der geistigen Welt und es wird uns angeboten. Und wir haben so ein klein bisschen Mitspracherecht, die Seele. Aber es wird, werden bestimmte charakterliche Profile gesetzt, damit wir die bestmöglichste Form haben, etwas zu lernen und noch einen Schritt weiter, etwas lernen müssen. Das ist auch darin verankert. Ich habe in meinem Vortrag gesagt, dass wir so eine Prägung haben, wie wir drin. Das ist diese Prägung. Und dieser Entdecker und dieses Medium, was das Human Design hat, der hat nun zwei Dinge gemacht. Der hat also ein Horoskop gemacht von der Prägung vorgeburtlich und das Geburtshoroskop. Und hat gesagt, das Geburtshoroskop, das ist die Prägung der Familie, der Ahnen. Und das andere ist das der Seele. Und das daraus ein neues Horoskop gemacht. Und wer mal solch eine Ausarbeitung
bekommen hat, dem läuft ein Schauer über den Rücken. Ich kann Ihnen sagen, genauer kann man einen Menschen nicht beschreiben. Nur das System zu deuten, ist unwahrscheinlich schwer. Und ich arbeite mit bei diesem Human Design Club, die Mitglieder, da kann man Mitglied werden, schulen, in die feinsten Strukturen einzudenken. Und weil wir meistens gar nicht die Worte haben, um das alles zu erklären, was da möglich ist, ist diesem Medium sogar noch ein weiterer Streich gelungen. Er hat festgestellt, dass man die Texte uralter Weisheiten und an erster Stelle I Ching und Kabbalah und andere Sachen als Erklärung benutzen kann. Sie müssen nur umgeschrieben werden in die heutige Sprache, die wir haben, also so wie wir uns heute ausdrücken. Und das ist eine Arbeit, wo ich mitarbeite. Und wir sind gerade dabei im Übersetzen, diese Weisheiten in die Sprache, die wir verstehen, zu übersetzen und in den Bereichen zu erklären, wo das Human Design hinbringt. Das wird mit dem Computer ausgerechnet. Dahinter sind also heute die modernsten Computer, die das berechnen mit den NASA-Daten über Gestirnskonstellationen und energetischen Funktionen. Alles ist da drin. Und wer also sich selbst richtig kennenlernen will und mal auch bestimmte Personen analysieren will, wie sie ticken und warum sie so ticken, wie sie ticken, der kann ich das nur empfehlen. Kostet natürlich ein bisschen Geld, diese Ausbildung, aber da ist wirklich was Großartiges drin. Es geht sogar so weit, dass wir jetzt die ersten Anfragen haben von Großindustrien, die wollen für die Führungskräfte die Ausarbeitung haben, um die Mitarbeiter zu durchleuchten. Dürfen wir nicht geben. Denn das geht nicht, aber irgendwann werden sie die Gesetze umgehen und wir werden also wahrscheinlich alle mal so durchleuchtet werden, weil im Hintergrund die Computerprogramme laufen werden. Und das wäre besser, wenn wir vorher wüssten, wie wir sind. Dann kann uns niemand mehr überraschen und uns Dinge sagen, die wir nicht schon selber kennen. Das wäre also mal dazu zu sagen.